Das wäre halt noch schön, wenn man das könnte. Ich glaube, jetzt nach dieser Quest hier kriegen wir, glaube ich, unsere Talente endlich. Können wir nicht resetten, ne? Nee. Leider nein, leider gar nicht. Das ist ein bisschen schade. So, da hinten wir noch einen. Wir müssten jetzt da... Oh, guck mal, wir würden da sogar... Markieren wir mal den und dann reisen wir erstmal dahin. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ist das auch im verbotenen Wald? Über eine Brücke. Nee, das ist da drüben. Warte mal, ist hier nicht auch die Schatzkartenbrücke? Liebesbrief. Meine liebste Apollonia, würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wieder zu sehen. Dein Richard. Richard. Könnte das hier nicht die Schatzkartenbrücke sein? Ich guck nochmal. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Ne, der war es nicht. War das hier? Ne, hier ist das nicht. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ja. Diese Dinger irgendwie. Akio. Expendium. Akio. Den. Oh, das sind aber viele. Nee, aber wenn du so weitermachst, mach ich das gleich, Matthias. Aber was habe ich davon? So, hier oben ist noch Gelumpe. Da lasse ich mir nicht lumpen. Die hole ich mir, die Humpen. Du bist die Rotznase, die Treadwell gerettet hat. Schavan. Schließe Duellleistung ab. Okay, cool. War aus Versehen, aber war cool. Ja, nachts ist hier allerhand gesockt unterwegs, ne? Das muss natürlich weggesockt werden. Das nützt natürlich nichts. So, und jetzt... Ich will mich aber nicht nachts in den verbotenen Wald wagen. Wenn ich ehrlich sein soll.
Das möchte ich nicht. Deswegen warten wir mal auf den Tag. Steht ja nirgendwo, dass es Nacht sein muss. Der verbotene Wald ist so schon verboten genug. Das ist jetzt aber nicht der Tag. Ich glaube, jetzt ist richtig Nacht, ne? Toll. Danke, Spiel. Was ist das? Achso, so ein Ding. Jetzt wird's Tag. Und natürlich regnet es wieder. Wie soll es auch anders sein? Ich habe nichts anderes erwartet. Weil das könnte vielleicht doch die Schatzbrücke sein hier, ne? Da hinten mit dem Ruin. Gibt es dafür eine Aufgabe? Ein Auftrag? Ja, hier, ne? Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Wahrscheinlich die Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. Elf in den verwildenden Wald. Rebellion. Hier gibt es bestimmt Spinnen. Die Spinnen. Da gegnert schon irgendwas rum. Hühner. Nieder. Ach, so ein Ding angreifen. Ja, komm halt her, du faule Sau. Komm schon hoch. Wenn das nicht. Jetzt ist gleich vorbei mit der Übeltäterei. Ja, nicht gesammeltes Blabla, Alter. Brauche ich nicht einsammeln. Es geht mal am Osch vorbei. Was ist hier? Ach so, die Dinger. Und ein Säckchen. Nehme ich natürlich alles mit. Oh, und ein Lager. Das muss ich natürlich gleich erstmal auslagern. Hey, my friends. You want porn the fress? Hier protegiert sich gar nichts mehr. Was hast du gerade über meine Mama gesagt? Gute Nacht. Hier sind aber noch mehr, ne? Ja, da hinten. Oh, da kommt noch einer. So, darf ich jetzt erstmal alles einsammeln, was keine Miete zahlt? Ach, das Lager gilt schon als besiegt. Okay. Ach, da ist ein Höhleneingang auch noch. Hier.
Mhm. Alter, wie viele sind denn von denen hier? Sieht interessant aus. Erstmal ja. Ist das hier der Lufthauch? Oh, was ist das? Ein Strudel? Na ja, was soll passieren, ne? Mhm. Gekischt. Okay. Bin ich immer voll dabei. Und das war's. Sehr schön. Dann müssen wir gleich gucken. Haben ein paar Sachen gefunden. 34. Meiner 33. Okay. Ja, den brauchen wir nicht benutzen. Okay, jetzt wird's aber kritisch, ne? Mit 30. Also den muss ich jetzt nehmen. Das nützt nichts. Sind nicht abgeschlossen. Auch keine so genau. 33. Den nehme ich jetzt auch. Und den kann ich noch nicht. Den würde ich aber auch nicht unbedingt benutzen. Welche Stufe hat er? 16. Ich bin 15, glaube ich, ne? Ich habe Stufe 15. So. Haben wir jetzt ausgerüstet. Naja, so. Ja gut, okay. Ich frage mich, warum hier so viele Gegner sind. Das ist ja halt der verbotene Wald, ne? Hier ist ja nicht gut Kirschen essen. Mit den Leuten. So, wo seid ihr, das Glump? Schau, was deine Leiche in den Protego, rutsch nicht herum wie ein Vieh. Du bist die Plage, die Treadwell befreit hat. Die wer? Die Plage, die Treadwell befreit hat? Ach so, weil ich... Weil ich der Dame da geholfen habe. Ja gut, alles klar. Also ich glaube, hier war auch noch irgendwas, ne? Oh ja, ganz Haufen. Kohle. Also die Sachen, die wir abgeschossen haben, können sie ruhig ausblenden auf der Karte, ne? Das wäre nicht so schlimm. Toll. Ich will Zach übermachen und er holt mich hier nachts her, du Affe. So sieht man sich wieder, Richard Jector. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Na dann, hau rein. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir... unglücklicherweise wieder einfällt. Ich weiß nicht, ob ich hier sein will. Von Natur aus erstmal nicht. Spinnen. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Revelio. Oh. Stufe 18, ne? Ein bisschen viel, ne? Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Kurze Frage. Welche Stufe hat denn das Ding hier?
Kann eigentlich nur 5 sein, oder? Voraussetzung Expelliarmus. Hat gar keine Voraussetzung. Okay. Ich bin Stufe 15. Was soll passieren, ne? Kann jetzt nicht so schlimm werden. Ich muss einfach weitermachen. Revelio. Aber hey, ich wollte ja nicht nachts herkommen. Ich wollte nicht nachts herkommen. Wird ja nur immer schlimmer hier, wenn ich mir das so angucke. Danger, turn back. Oh, don't go weiter, du. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jector überraschend verlässlich. Naja. Bin sehr gespannt, was mich hier gleich alles fressen will. Revelio. Bis jetzt ja noch nicht allzu viel. Mysteriöserweise. Es wird nur gefühlt irgendwie immer dunkler und dunkler. Aber haben wir jetzt zumindest gleich schon mal 2 Wegmarken? Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Ach da, ich wollte sagen, wo siehst du denn hier einen Hirsch, Alter? Da, genau wie Jector es beschrieben hat. Revelio. Intramuros. Hier hat der Mann seinen Kopf verloren. Hier draußen wird euch niemand hören. Randok wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Protego, glaubst du, du hast mehr Ausdauer als ich? Warum ziehst du? Du bist hier. Ich werde dich tun. Du bist der Ding. Das war schon? Diese Anhänger werden Randrock nichts mehr berichten. Mehr haben die Kaspar nicht drauf? Der mich geführt hat. Hektors Grab. Okay. Kopflos, dran denken. Klingt aber nach einer schnellen Klinge, die hier auf ihn, die ihn Kopf kürzer gemacht hat. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Akio. Da ist noch was. Spinnen. Ich meine, gut, klar, Spinnen. Also seine Verletzung sieht ja nicht so aus, dass er... dass ihm der Kopf abgebissen wurde. Sondern eher... Aber wenn ich hier Expelliarmus brauche, das ist... Wir müssen etwas mit dem Öffnen dieser Tür zu tun haben. Okay, damit geht's. Das Symbol schieße leuchtet es, aber nicht lang. Beeindruckend. Dorthin muss das alles führen. Ja klar, Fledermäuse. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Offensichtlich nicht. Revelio. Hi.
Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Ja, zufällig ja. Rebellion. Ich sehe hier Spinnen und zwar nicht wenige. Easy. Noch auf jeden Fall. So, jetzt darunter oder hier weiter? Bah. Die fasse ich nicht an. Igitt. Potato! Das war's. Gut, waren ja auch ein paar mehr, ne? Reicht ja auch. Eine Tollhausmaske. Rebellion. Incendio. Das bringt nichts. Okay, das ist nur. Also nur eine Kiste mit Schrott. Blutrote Maske. Okay, nicht so viel Schrott. Lass mal gleich gucken. Oh, Hannibal Lecter hier für Arme. Uiuiuiui, ja, nehme ich doch mit, mein Freund. Ja. Sehr vertrauenserweckend. Ich wollte sagen, habe ich noch was vergessen, aber nee, habe ich nicht. Okay, das war's hier, dann müssen wir da runter. Ich frage mich, ob wir später auch noch so einen Flächenzauber kriegen, irgendwie. Um quasi so einen Flächenschaden zu machen. Nanu! Was bist denn du? Rebellion. Mhm. Wenn ich diese Plattform herbeirufen könnte, könnte ich sie betreten. Verschwindet bloß ihr. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Okay, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich hin soll. Es hier echt viele Wege gibt. Aber wir nehmen natürlich erstmal die Pflänzchen mit. Und ich glaube, die Plattform bewegen sollte nicht das Problem sein. Wie man sieht. Rebellion. Okay, jetzt. Oh Gott, ey, du bist hier mit Ausrüstung zugeschissen, ne? Oh. Stufe 16. 31, ja, die würde ich dann vielleicht schon mal anlegen.
Expelliarmus. Leviosa. Akir. Ah, okay. Leviosa. Habe ich das nicht gerade mit... Akio zerstört. Was hast du? Duschen? Kuscheln? Ich bin fast fertig, Schatz. Ich muss aber erstmal noch mit Mama kuscheln. Kleiner Süßi, du. Stellt sich in die Tür und fragt, kuscheln? Weiß nicht, ob ihr das alles immer hört. Ich glaube aber nicht, da mein Mikrofon ja dementsprechend zu mir ausgerichtet ist. Akio. Protego. Akio. Expelliarm. Gerade für ein Zauber, Alter. Der hat doch noch voll viel Leben gehabt. Revelio. Ich frage eigentlich. Rätsel. Nun, wenn Jackdaw es lösen konnte, kann ich das auch. Expelliarmus. Der ist aber ganz schön weit gekommen, der Jackdaw, ne? Dafür, dass er sich letztendlich hat enthaupten lassen. Ugh. Okay, die sind anscheinend keine Herausforderung für mich. Boah, ist das hell. Ist das hell? Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Ja, die Frage ist ja, ob das Skelett überhaupt noch da ist, ne? Was ist denn, wenn die Spinnen den mit Haut und Haaren vernascht haben? Und dann ist er nicht mehr viel. Über. Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Akio. Okay, dahin, dahin und dahin. Ich würde erstmal da anfangen. Immer einen nach dem anderen. Und dann hier ist zum Beispiel eine Kiste. Und Spinneneier. Toll. Komm ich hier? Nee. So. Eine unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Ah, ich hab schon voll. Ich glaube, das dieses komische Beben ist, glaube ich, nicht so gut. Revelio. Hier kommt bestimmt noch Mama Spinne.
Potato! Akio! Incendio! Feuerzauber, gute Zauber. Akio!